Ja, gucken. Ja, liebe Freunde, ja, Budi will mal zu meinen Eltern, aber er will unbedingt ein bisschen was mitnehmen. Selam aleyküm. So, oh, baklava da taze. Hatıralım. Cevizli mi, fıstıklı mı? Bana bir mix yapalım biraz. Şöyle biraz ondan, biraz bundan. Usta, bir kilo versen bana mix yapalım. Fıstıklı. Cevizli var mı önünüzde? Ja, man hast du mal Kuchen hier gesehen, komm mal her. Ne? Guck mal, was für Kuchen die haben hier. Guck mal, wie die aussehen. Das ist geil, ne? Sieht geil aus, oder? Nein, nein, bloß, nein. Ah, Südlach war lecker, ja, nimm mir ein paar mit. Nein, das schmeckt richtig geil. Südlach war lecker. Milchreis. Okay. Schmeckt richtig gut. Ja, das ist mal, hier kommen wir mal unsere Süßigkeiten holen. Sieht aber auch sehr gepflegt, sehr sauber. Sehr ja, schön aus, ne? Ja, das Ding ist natürlich, wir haben dein Auto abgegeben, jetzt haben wir ein paar Stunden so ein Bödel. Ja. Nach Hause, Handys aufladen. Genau. Ja, und dann in 2-3 Stunden fahren wir nochmal dumm rum, machen mal ein dummes Video. Jawohl. Gehen in die City ein bisschen gammeln, fahren wieder zurück, machen, gucken, wie weit die sind, ne? Jawohl. Okay, liebe Freunde. Aber dann nehmen wir auch das andere Auto, ne? Also Haji Murat hin und her mit 4 Mann, ist mir da schon ein bisschen zu viel jetzt drin. Liebe Freunde, 4 Mann, mein armer Haji Murat, der kämpft hier mit 4 Leuten, auch alle Schwergewichter. Lass mal, ja, lass mal. Ja, mein Baby läuft wieder wie eine 1. Und ja, Sound, alter Schwede, die Anlage, die reißt hier die Köpfe weg. Die reißt hier die Köpfe weg. Geiles Ding, Digga. Aber ja, Freunde, das sage ich jetzt auch ein No-Go. Na, hier haben 40er Nummernschild, kein Plan, wer das ist. Aber muss das sein, dass die Kinder. Das ist nicht okay, Digga. Stell dir vor, da fährt einer rein, die sterben. Eine Vollbremsung, extrem. Ja. Das ist nicht okay. Finde ich nicht gut. Ja, liebe Freunde. Es ist warm, wir gehen ein bisschen im Forum, weil der Leon, der war noch nie in so einem türkischen Einkaufszentrum. Soll er auch mal sehen, wie das hier aussieht im Einkaufszentrum. Genau. Genau, so soll es sein. Wartet. Hey. Ja, und all the security demo war, wa? In Obien ist. Salam alaikum. Na, war Nörg. Wie ist denn das? Hoş bulduk baba. Ne yaptınız? Vallahi uğraşıyoruz. Nasıl geldi? 2 gün önce. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Buyurun başlayalım. Seansa başlayalım. Vallahi hemen tuyu getirmedim bu sene ya. Tuyu'nun yerine bunu, bu hıyarı getirdim. O da mı sizde? Ya ne yapayım? 3 kişiyiz. Gel bir 20 dakika yapalım ya. Olur, alalım sizi. Minut masajı. Also ich habe hier eine Dauerkarte. Ich kaufe immer so 20er Gutscheine. Und immer wenn ich hier einkaufe, Massage. Çok sağ olun. Görüşürüz. Elinize sağlık. Hadi. Soft-Ice darf jetzt auch nicht fehlen. Preise sind völlig okay, wollen wir mal sagen. Oh, guck mal hier. McDonald's. Ja, weil haben die direkt kopiert, das Ding da unten. Was sagst du dazu? Fake von Fake, ne? Wallah, ja. Also ich nehme einen Kühlach. Ne, ich nehme einen Cornet. Cornet ist das? Ja, Cornet. Was ist das, Karamell? Nein, du kannst die Erdbeersoße irgendwas aussuchen, ja. Oh. Karamell noch Kühlach. Eis haben wir auch gegessen. Wir sind hier im Forum. Genau, wir sind jetzt hier in der obersten Etage. Gehen jetzt mal ein bisschen runter, trinken einen Kaffee. Schauen wir mal. Machen wir so einen Forum-Tag. Obwohl ich nicht so für Einkaufszentrum mag ich jetzt nicht so sehr. Keine Ahnung warum. Bin nicht so der Fan. Ja, schön. Sonne scheint. Wir gehen über die Straße. Also das Einkaufszentrum geht über zwei. Also wirklich über die Hauptstraße und nochmal ein geschlossener Bereich und ein offener Bereich. Finde ich schon richtig, aber auch hier gut aus, Freunde. Das sieht schön aus hier, ne, so allgemein. So, ne, offener Bereich zum Einkaufen, richtig cool. Hier lohnt sich ja sowas für dich. Ja. Cappuccino, ein Kaffee, was zum Trinken. Ja, wir sind ein bisschen im Café hier. Ja. Einfach ein bisschen chillen, weil auch schon müde geworden von der Massage. Wir haben ja gut Massage gehabt. Richtig kaputt von der Massage, also richtig, also normal jetzt eine Stunde schlafen, Digi. Ja, dann war richtig Kraft da. Ne, jetzt trinken wir einen schönen Kaffee und dann kommen wir zu so. Oh, einen Kaffee getrunken bei Mado, jetzt gehen wir zum Auro und wollen mal Tantuni essen. Schon lange kein Tantuni gegessen, noch gar nicht, seit ich hier bin. Und alle haben gesagt, gehen wir zu Almedin. Abedin, Tantuni, hadi bakalım. Wie geht der Abedin? So, wir müssen natürlich wieder rein, unser Auto ist in der Tiefgarage. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von diesen Malls, aber viele gehen hier spazieren, feiern das. Aber meins ist es nicht, liebe Freunde. Meins ist es nicht, muss ich sagen. Also, viele haben geschrieben, Abedin, 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 Tantuni. Also ich war ja noch nie, soll gehypt sein.
Du hast auch auf dein Instagram, sorry, Abedin. Mir haben die Leute sogar geschrieben. Mir auch geschrieben. Ich bin aber aus, merkt man jetzt nicht so. Also wenn es so ein gehypter Laden ist, hätte ich immer ein paar mehr Leute hier erwartet. Aber wir können uns auch täuschen. Da hast du auch die Fotos von den Stars, die hier waren. Also es ist vielleicht so ein sozialer... Oh, da kommen wir aber... Jetzt wird es aber voll hier. Es kann natürlich ein Hype sein, es kann ein Flop sein. Das wird uns der Tantoni zeigen. Und Tantoni, wie gesagt, ist Märzens Wahrzeichen. Also Tantoni kommt aus Märzen. Okay, dann. Okay, so. Milliarden, ja. Kann man essen, Leon? Boah, schmeckt. Also, das ist nicht so gut wie das Köfte. Das Köfte würde ich auf Platz 1 packen, aber das ist Platz 2, was ich jetzt hier in der Türkei habe. Mal so, das ist so ein Snack, weißt du, was mir die gibt? Ich habe die ganz dünn genommen, andere mit Doppelbrot, Somun, verlängert, Jumbo, Mumbo. Aber das ist das gleiche, ein Brot, bisschen viel Fleisch drin. Das ist sowas Geiles. Und da kann man auch mal, wenn man Hunger hat, mal 5, 6 Stück verdrücken. Ja. Das hast du dazu, Murillo? Ja, kann man. Lecker, ja. Also, aber leider, ich muss jetzt eins sagen, ich habe viel Tantoni in meinem Leben gegessen. Tut mir leid. Kollege, wer das hier den Tipp gegeben hat, sorry. Normal, da kenne ich andere Läden. Messen, ne? Weil du hast ja auch Ahnung von. Ja, also vielleicht war da ein paar Jungs, die haben mal gegessen, haben gesagt, geiles Ding. Jetzt kommt unser Essen. Allah. Salte Şekürler. Ja, aber Maşe, will ich mehr. So, Freunde, guck mal das an. Komm mal her. Oh, ja. Und das Brot. Sorgt das. Ja. Aber eins muss ich jetzt sagen, dem Sommer schmeckt es besser. Knusper. Schön gefüllt, lecker. Also muss ich sagen, das gibt mir jetzt noch mal einen besseren Kick. Leon, was sagst du dazu? Ich werde ihn auch mal gleich probieren, aber also. Das kommt noch mal geil. Ja. Dann kannst du mal die noch reinpacken. Boah. Deinem Nassel, da? Service wieder, bam, bam, bam. Teller schon weg. Ja. Ja, Nachschub kommt jetzt. Jetzt bin mal gespannt, was Leon sagt. Könnte ein bisschen knuspriger sein. Hau dir noch mal ein paar Stücke rein. Stimmt aber, so ist geil. Es gibt ihm noch mehr als das. Ja. Weil das saugt, das Fett saugt sich in das Brot rein. Außen eine Knusper mit diesem Sesam. Ja. Kann man essen, Platz 2 hinter Köfte. Ja, das ist super. So, Friends, 910 Teller haben wir bekommen. Sind 30 Euro. Ungefähr. Teuer. 1000 sind, hat er recht, 30 Euro. 30 Tacken, Digga. Also muss ich sagen, nicht wenig. Also ich fand es auch nicht billig. Also muss so Preis-Leistung muss man sagen. Also 30 Euro in Türkei ist schon viel Geld. Also Sushi Eggback und Köfte Eggback, was wir gestern haben. Alter Schwede, da waren wir ja bei 260 Teller. Ja. Sushi Eggback, jede Adana'da 255 Teller. Sushi Eggback. Ja, das wird mega machen. Da haben wir aber auch nur zu zweit gegessen natürlich, ne? Was? Er hatte nur ein Getränk und wir hatten zu zweit nur. Ja. Also Preis-Leistung? Ja, es war kein Hype, es war ein sehr durchschnittliches Essen, muss ich jetzt sagen, sorry. Der Tee war auch sehr lau, Kolonia war gut. Welche Note würdest du geben? Ich sag mal so eine, Walla, es tut mir leid an die Fans, eine 7,5. Das ist doch nicht schlecht. Ich würde... Über den Durchschnitt. Über den Durchschnitt, also ich würde wieder herkommen. Wenn ich in der Nähe bin, einen Reifenplatz, hier habe, würde ich herkommen. Aber er ist Märzen, weil er ist das ja. Also es gibt hier Märzen, glaube ich, 100 Tantoni-Läden. 100. Ja. 100. Wir haben jede Ecke gibt Tantoni. Tantoni Erdradbolo. Also da gibt es schon bestimmt. Da ja, und du oder dann kannst du dir das dann haben. Dann geht Onkel und dann wurde er recht bomben. 8. Onkel gibt auch 8. Ich würde auch sagen 7. Ja. Ich würde auch 8 geben. Okay, also da sind wir einig, es ist okay gewesen, es war jetzt kein Kotzessen. Es ist gut. Überdurchschnittlich gut? Ja, aber nicht so, wo wir sagen, oh, das vergesse ich nie wieder, diesen Laden. Jawohl, das stimmt. Okay, liebe Freunde, nochmal was gegessen, weiter geht's im Programm. Freunde, das Auto, unglaublich. Also Abedin, wir geben eine 7,5, 8, ist okay. Aber der Tour, der kriegt eine 10 von 10 von uns. Hammer. Nimm mal, der Tour, der kriegt eine 10 von 10. Hammer. Toll, wie er glänzt. Super. Ach, stimmt. Wie immer wieder hier ein Meatpoint. Einmal Pizza essen, die scheiß Musik läuft nicht. Ja, wir haben 3000 Teller bezahlt, sind hackedicht. Also hackedicht nicht. Aber gut. Gut drauf. Ja, gut drauf, würde ich mal sagen. Aber komm, Digga, 2,5 Stunden saufen für. Wir haben eine Pizza bestellt, ihr habt so einen Fruchtteller bestellt. Also, wir haben zweimal Mojito getrunken jeweils. Ne, zweimal Mojito getrunken. Dreimal Schlag. Dann jeweils Bier. Aber du hast, glaube ich, zwei gekommen, ne? Weißwein, ja. Weißwein, also schon auch. Aber komm, wir leiern alle, wir lallen nicht, oder? Nein, hey. nein, nein,
Aber Freunde, guckt ihr das mal an, wie voll alles hier ist. Oder? Wie viele Menschen hier. Wie viele Menschen hier sind, Freunde, unglaublich. Merci Marina, Freunde. Geile Ecke, geile Gegend. Schön feier ich, oder nicht? Also komm, Alter, das ist doch eine Feieratmosphäre, oder so, Mutti? Schön, ne? Ist geil. Eine Entspannungsatmosphäre, ne? Also so ein Hotspot, wo man sein muss am Abend. Oh, beide am Südostenstern, beide am Südostenstern. Es ist wirklich schön, Freunde. Wirklich hier, also mit ein bisschen Kohle herkommen, ein paar Wochen Urlaub machen, einfach Seele baumeln. Klar, in Deutschland arbeiten, Kohle machen. Also wirklich ein Traum. Ein Traum, oder nicht, Digi? Yes, yes, Mr. Malayum. So, liebe Freunde. Ihr kennt ja eigentlich nur Urlaubsorte, so wie Cedar Antalya. Ja, ist ja kein Urlaubsort hier bei uns. Ne? Das ja, ist ja wirklich. Hier ist ja einheimisch und sehr, sehr schön hier. Finde ich auch, finde ich toll. Rudi, sag mal ganz ehrlich jetzt. Ja, ich bin. So, liebe Freunde, wir verabschieden uns hier von Mersin Marina, ein bisschen angesoffen. Dann sehen wir uns morgen in dem nächsten Video. Schwimmen mit Moody und Memo. Abonnieren. Haut rein, tschüss, 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 tschüss. Muss ich sagen, Digga, die Karre glänzt. Die, ey, Jungs, die Karre glänzt doch wie Sau. Also du hast geparkt, du geparkt wie der letzte Assi, ne? Aber die Karre also glänzt und er sieht, aber Digga, so ein Kusi. Aber der Touareg, der sieht wirklich gut aus, optisch. Guck mal, wie das Ding glänzt, Alter, unglaublich, Digga, ja. Alter, wir haben irgendwie keine Ahnung, also Marina haben wir gut gefeiert. Genau, er probiert jetzt mal einen Schluck von der Pannensuppe. Habe ich vorher noch nie getrunken. Nee. Silke und Salsa. Ja, also Moody probiert mal jetzt die Ischgembe. Ja, man schmeckt das Essig auf jeden Fall. Schmeckt man dolle. Und Klobe. Aber schmeckt sehr gut. Das Ding ist, wenn man das mag, ne, man ist süchtig. Man will das immer trinken, ne? Ja, merkt man. Ne? Also, ja, nee, das ist nicht wirklich. Also, der Moody Cast, der hat Bock auf. Also, er ist schon halb Türke, Digga. Also, er macht Kellerpatscha, Ischgembe. Also, ist schon Respekt. Aber, und scharf ist er auch noch. Und scharf hat er auch richtig Bock drauf. Freunde. Also, ich konnte bei Meatpoint nicht viel filmen, weil die Musik lief wegen bla bla bla. Ihr wisst, sonst werde ich gesperrt. Aber. Wir haben also nicht voll gesoffen, also um Gottes Willen. Ne? Wir haben glücklich ein, zwei Bier, ein paar Mojitos. So ganz leicht, easy hier. Ne? Also da haben wir uns gedacht, schöne Suppe. War schon lustig, zum Bach werden. Und hier hängen wir seit 3 Tagen rum, Mutti. Der Laden ist brechend voll, ja, 7:24. Also ich hoffe. Immer wenn wir hier sind am Wochenende, in der Woche, am Abend, am Morgen, ist es immer voll. Wir hoffen mal, dass wir endlich mal heute einen Tee kriegen. Ne? Dann sage ich mal, das wird wohl ein langer Block sein, Alter. Wie gesagt, wir waren heute wohl, so viel Block habe ich noch nie gekriegt. Wir waren essen da, essen hier, bla bla bla. Viel los. Dann sage ich mal dranbleiben, abonnieren. Morgen gibt es Schwimmen. Mit Moody, keine Ahnung, mit allen Leuten. Dann küsst eure Herzen. Ich freue mich. Abonnieren, Like nicht vergessen. Bis dann. Tschüss.